Was wäre, wenn du einer Frau sagen möchtest, dass du sie wunderschön findest? Was wäre, wenn du einer Frau sagst, dass du sie wiedersehen willst? Was wäre, wenn du einer Frau nicht ein, nicht zwei, sondern dreimal schreibst und sie dir immer noch nicht antwortet? Darfst du das? Solltest du das? Im Internet wirst du sehr viel Schwachsinn hören. Männer, die dir sagen, dass dich Frauen ausnutzen werden, wenn du dich zu bedürftig verhältst. Dass du als Mann dein Interesse an ihr bedeckt halten solltest und du dich auf gar keinen Fall zu sehr anbietest. Was ist, wenn ich dir sage, dass du auf all diesen Scheiß nicht hören brauchst? Was wäre, wenn ich dir sage, dass du genau der Typ Romantiker, tiefgründiger, liebevoller und zuverlässiger Mann sein darfst und dass du ihr das auch volle Kanne zeigen darfst? Völlig egal, wie alt du bist. Hier in diesem Video bekommst du den roten Faden, wie du aufrichtiges Interesse zeigen kannst, ohne die Angst zu haben, dass du sie verlierst. Bist du bereit für diesen konkreten Tipp? Genau damit haben unter anderem diese Männer es geschafft, eine Freundin auf Augenhöhe zu bekommen, ohne dass sie ihre romantische Ader verleugnen mussten. Ein Mann möchte gerne mehr von einer Frau, mit der er sich schon seit Monaten trifft. Und ich sehe das ganz oft in unseren Flirt-Typ- und Charisma-Analysen. Und ich frage ihn, weiß sie das? Und er gibt zu, nein. Und das ist eine große Schwäche von uns als Männer. Wir möchten unsere Karten nicht offenlegen, weil wir Angst haben, dann von ihr abgewiesen zu werden. Wir Männer weisen uns also lieber selber ab und begeben uns freiwillig in die Friendzone, als dass wir uns von einer Frau abweisen lassen. Dieser Schmerz scheint einfach zu groß. In diesen Momenten, wo es drauf ankommt, wo wir vor der Frau stehen und ihr nur noch sagen müssten, ich mag dich. Warum waren wir zwar eigentlich noch nicht auf einem richtig klassischen Date? Da sagen wir stattdessen nichts. Wir schlucken es runter und fühlen uns danach viel schlechter. Du bist ein hilfsbereiter Mann. Du bist für andere da. Du willst ein guter Mensch sein. Dann sei weiser als das. Denn der Schmerz, der kommt sowieso. Du darfst wählen als freier Mann zwischen dieser kurzen Überwindung und der jahrelangen Selbstgeißelung. Also lass uns eine bessere Entscheidung treffen. Kennenlernen ist ein Tanz, der zwischen zwei Menschen geschieht. Gerade wenn es eine Partnerschaft sein soll, die auf Augenhöhe fußt. Aber den ersten Schritt, diese initiale Verehrung ihrer Schönheit, ihrer Klasse, ihrer Werte, die obliegt uns. Und das ist auch eine große Ehre. Und du kannst es auch. Du schaffst das. Denn wenn du dich traust, auf eine Frau zuzugehen, wenn du eine Frau siehst, die du toll findest und du traust dich, total offen und ehrlich zu sagen, sorry, ich konnte gar nicht anders, ich musste dich einfach kennenlernen. Wer bist du? Hi. Ich bin Andi. Dann wird sie das respektieren. Und sie wird es nicht nur respektieren, sie wird große Augen machen und sich von dir angezogen fühlen. Dann wird sie dieser frische Wind aus Ehrlichkeit aus ihrem Alltag herausreißen. Und ich hatte damit selber massive Schwierigkeiten und habe es auf die harte Tour gelernt. Aber du kannst es jetzt leichter lernen mit diesem Leitfaden. Wenn du dazu stehst, dann findet sie das attraktiv. Wenn du an dir zweifelst, dann findet sie das nicht attraktiv. Ja, es werden vielleicht andere Menschen sehen, aber es wird nicht peinlich sein. Sie werden gucken, weil sie neidisch sind. Weil du einfach eine Ausnahme bist. Du traust dich etwas, was sie sich nicht trauen würden. Und darauf kannst du verdammt nochmal stolz sein. Du traust dich nämlich nicht nur ihr zu zeigen, dass du sie magst, sondern sie merkt dabei etwas ganz Kritisches. Und genau das, was sie an dir sieht, das werde ich dir jetzt verraten. Denn wenn du dir diese Gedanken machst, wenn du denkst, dass du bedürftig bist, wenn du dein Interesse bekundest, dann machen dich genau diese Gedanken, gerade diese Gedanken über Bedürftigkeit, die machen dich bedürftig. Nicht, dass du irgendwas tust, dass du daran denkst, dass dein Image einen Schaden nehmen könnte. Effektiv, dass es dir wichtiger ist, was andere von dir denken, als dass du zu dir selber stehst. Und das merkt sie sofort. Das macht dich bedürftig. Nichts anderes. Also hör bitte nicht mehr diesen ganzen lauten Schwachköpfen zu, die dir sagen wollen, dass du auf gar keinen Fall ein klassischer Romantiker sein darfst. Denn wenn du auf diese Männer hörst, die dir Angst machen wollen, dass du auf gar keinen Fall bedürftig sein darfst, dann wirst du bedürftig. Du bedarfst einem gewissen Selbstbild und du darfst auf gar keinen Fall, dass deine Umwelt dieses Selbstbild zerstört. Wirst du süchtig nach einem Image, nämlich das Bild von dir, dass du ein Mann bist, der niemals abgewiesen wird. Das ist halt totaler Quatsch, weil nicht nur weisen dich dann Frauen sowieso ab, sie sagen es dir nur nicht, aber du weist dich selber ab und du kennst dieses miese Gefühl. Aber wenn du ihr zeigst und damit beweist, dass es dir egal ist,
dass du nichts zu verlieren hast und du es viel wichtiger findest, ein Mann zu sein, der Schönheit wertschätzt, wenn er sie sieht. Dann bist du ein Mann und folgst deinen eigenen Regeln. Nicht den Regeln der Gesellschaft und auch nicht den Regeln dieser Alpha-Mentalitäten. Das ist die F-Mentalität plus die Ich-liebe-dich-Mentalität. Und nach einer Weile ist unseren Teilnehmern Abweisung von Frauen völlig egal. Sie wollen einfach nur der Frau ein Geschenk machen. Sie haben so viel Liebe in ihrem Herzen, dass sie einfach etwas davon abgeben müssen. Gib dir das mal. Es hat seinen Grund, warum so viele Frauen unseren Teilnehmern ein paar Monate nach ihrem ersten Kuss irgendwann sagen, danke. Danke, dass du mich angesprochen hast. Unsere Männer wissen, dass sie ein Geschenk für Frauen sind. Und das Geile ist, du brauchst nicht laut, extrovertiert oder ein Macho zu sein. Jeder kann flirten lernen. Und jeder kann zu sich selber stehen. Und darauf stehen Frauen. Und diese Story ist saukrass. Denn genau so hat Attila mit 42 Jahren seine Jungfräulichkeit verloren. Das Video kannst du hier sehen. Das glaubst du nicht.